Ja, dann begrüße ich die Journalisten und natürlich auch unsere Gäste in den VIP-Räumen herzlich zur Pressekonferenz nach dem 6. Spieltag, an dem der SSV Jahn vor 3250 Zuschauern mit 2:0 gegen Darmstadt 98 gewonnen hat. Ich begrüße natürlich auch die beiden Cheftrainer, neben mir ist Dirk Schuster und Thomas Stratos, und das erste Statement zum Spiel gebührt dem Gästetrainer, Herr Schuster. Wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Erstmal hallo und Thomas, herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten, zu dem Erfolg. Danke. Ich glaube, dass der Erfolg verdient ist. Wir hatten uns vorgenommen, nach dem Spiel gegen Heidenheim, was wir zu Hause 1:0 gewonnen haben, wo wir eine sehr ordentliche Leistung gebracht haben, heute hier da anzuknüpfen. Aber man hat auch gesehen, warum wir in der dritten Liga spielen. Wir waren nicht in der Lage, diese 100% so abzurufen, dass wir den Gegner so attackieren, so zupressen und so unter Druck setzen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir mussten auch, dass Regensburg ein bisschen Druck hatte nach dem Pokal aus, dass sie in der Liga auch etwas mit der Punkteausbeutung unter ihrem Wert standen und dass sie das Spiel heute unbedingt gewinnen wollten. Daraus wollten wir Kapital schlagen, ist uns überhaupt nicht gelungen. Zumindest sind wir sehr zäh in das Spiel reingekommen, haben zwar die eine oder andere gute Aktion gehabt, hatten die erste Chance mit dem Pfostenschuss, haben aber auch da schon in dieser Phase diese Aggressivität und diese Kompaktheit vermissen lassen, die wir in den letzten Spielen an den Tag gelegt haben. Und dementsprechend muss man auch sagen, dass man auf dem Platz halt gesehen hat, und das ist das etwas Bedenkliche für mich, welche Mannschaft dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Und das war bis auf wenige Ausnahmen die Mannschaft von Regensburg. Und dementsprechend bin ich auch etwas sauer, dass wir es nicht hingebracht haben, nach 2 ordentlichen Leistungen, nach 2 Siegen in Unterhaching und zu Hause gegen Heidenheim, heute den nächsten Schritt zu machen, sondern dass wir das Muster wieder zurückgefahren sind nach einem sehr starken Spiel wie zu Hause im Pokal gegen Mönchengladbach, wieder auf der Welle nach unten waren. Und ja, wünsche allen hier noch ein schönes Wochenende und Thomas, dir und deiner Mannschaft für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, Dirk Schuster. Dann darf ich dich, Thomas, fragen, wie du die 90 Minuten heute erlebt hast. Dirk, ich danke dir erstmal. Wir haben letzte Woche in Dortmund gewonnen, das erste Spiel. Pflichtspiel, und dann hofft man natürlich auf eine Woche, die dann ruhig verläuft, die du ja mitnimmst, weil wir haben ja nun mal nicht so erfolgreiche Spiele bestritten, und dann passiert eben dieses, was am Mittwoch nie passieren darf, eben ein Spiel zu verlieren. Wir haben es abgestellt, wir haben heute gesehen, dass die Mannschaft eben auf den Platz gegangen ist und eben gezeigt hat, den Siegeswillen einfach gewinnen zu wollen, auch wenn nicht alles gut gelaufen ist. Es sind viele kleine Dinge dabei gewesen, aber wir haben von Anfang an versucht, das Spiel nicht wie sonst spielerisch zu lösen, sondern auch mal eine Lücke zu finden über einen längeren Ball, wo der Spieler gestanden hat. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie der Gegner spielt, haben versucht, das umzusetzen, und es hat in manchen Phasen auch gut geklappt. Es waren von Beginn an Möglichkeiten. Wir hatten natürlich Glück, eben mussten diesen Pfostentreffer überstehen, der naja, vielleicht das Spiel gekippt hätte oder in die andere Richtung geleitet hätte. Aber wir hatten uns viel vorgenommen, haben es umgesetzt und sind eben mit 1:0 in Führung gegangen. Reis hat das sehr gut gespielt, leider mussten wir früh wechseln, aber es hat sich eben als positiv herausgestellt. Wir sind dann in die Halbzeit reingegangen und wussten, der Druck wird eben größer werden. Wir müssen uns zurückziehen, wir müssen versuchen, eben Konter zu setzen, rauszuspielen und eben das zweite Tor zu erzielen. Das haben wir recht geschickt gespielt. Die Jungs haben sich überall reingeschmissen, haben alles dafür getan, um eben heute die 3 Punkte hier zu behalten. Es wird ein schöner Abend für uns. Dirk, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Danke. Und wir gehen heute ein bisschen feiern. Danke. Vielen Dank, Thomas. Dann übergebe ich die Fragestellung an die anwesenden Journalisten, und wir beginnen mit Heinz Reichenweiler von der Mittelbayerischen Zeitung und dem Kicker, bitte. Thomas, Hand aufs Herz, sind ein paar Steine runtergeplumpst? Naja, als der Schiri 2 Minuten noch angezeigt hat, da bin ich erst ruhig geworden. Also der Puls schlug schon sehr, sehr hoch. Das heißt, die Anspannung war riesig. Ich höre ja immer dieses SSV hat ewig nicht mehr gewonnen. Dann war die Woche auch nicht ganz so pralle. Wenn man gegen Landesligisten verliert, das tut schon weh. Also war das nicht ganz so einfach heute. Ja, ich habe quasi was Historisches fast geschafft. Fast auf den Tag genau nach 11 Monaten der erste Heimsieg. Ja, nicht schön. Super. Benedikt Schmidt hast auswechseln müssen, was hat er gehabt? Na, er hat
letzten Tagen schon Probleme im Oberschenkel und jetzt sagte ich mir nach 20 Minuten, dass es nicht mehr geht, dass er Probleme hat und ich wollte nicht mehr riskieren, dass er sich 10 Minuten später irgendwie verletzt. Ja. Ihr habt zu Null gespielt, was sagst du zum Abwehrverhalten deiner Mannschaft? Also es war nicht besser und nicht schlechter als die letzten Spiele. Es ist nur kein Ball reingegangen. Ja, die Jungs haben sich in den letzten Spielen auch gegen Chemnitz haben sie alles getan. Nur heute kam, ich glaube, sogar noch viel mehr Bälle vor das Tor. Und wenn ein Ball gegen Chemnitz oder so viele Standards, Möglichkeiten für Chemnitz gewesen, hätten wir, glaube ich, 15 gekriegt. Dann wäre nämlich jeder reingegangen an dem Tag. Okay. Was ins Auge fällt für die Tore, waren zwei Leute verantwortlich. Der Amatscheiber war der Vorlagengeber, der Außenmann der Schütze. Ich glaube, das ist ein gutes Pärchen momentan, oder? Nicht momentan, ist die ganze Zeit schon. Die spielen das sehr gut, die beiden. Aber damit die beiden das gut spielen, müssen ein paar Spieler dahinter und daneben arbeiten, damit die beiden die Möglichkeit bekommen. Sonst funktioniert das nicht. Sie werden freigespielt, ihnen werden die Möglichkeiten gegeben. Es funktioniert nur als Mannschaft, nicht als Einzelspieler. Aber sie haben es sehr gut gemacht. Herzlichen Dank. Bitte. Danke, Heinz. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte ich um kurzes Handzeichen, damit wir das Mikro weiterreichen können. Ist nicht der Fall, dann habe ich noch die anderen Ergebnisse für Sie. Unterhaching gewinnt gegen Saarbrücken mit 3:1. Osnabrück und die Stuttgarter Kickers trennen sich 2:2 unentschieden, genauso wie der SV Elversberg und Preußen Münster. Holstein Kiel schlägt Wackerburghausen mit 2:1. Wien Wiesbaden schlägt ebenfalls 2:1 Red Bull Leipzig. Rot-Weiß Erfurt unterliegt MSV Duisburg mit 1:3. Der Chemnitzer FC gewinnt 2:0 gegen Dortmund 2. Und Heidenheim schlägt Hansa Rostock mit 2:0. Ich bedanke mich für das Interesse, für das heutige Erscheinen und wünsche allen ein schönes Wochenende, den Gästen eine gute Heimreise nach Darmstadt.